Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind wieder am Nürburgring und wie wir sehen, ja, es regnet. Das Wetterchaos hat wieder zugeschlagen und jetzt haben wir hier gleich mal, glaube ich, da hinten den führenden im Bild, nein, den zweitplatzierten, oder? Ja, den zweitplatzierten haben wir hier hinten im Bild. Wir haben Mercedes mit der Nummer 4 auf dem zweiten Rang. Die Nacht, die war wirklich atemberaubend, aber schau, da ist ein Führung mit eingeblendet, aber die Leuchtanzeige ist 2. Na, ist egal. Auf jeden Fall ist es so, dass wir nur noch 7 Stunden, 53 Minuten zu fahren haben und es begonnen hat stark zu regnen. Der Klickenhaus, ein ganz besonderes Auto zum Beispiel, hat einen Crash gehabt, in vor kurzem, gerade in die Box gekommen, hat viel Plätze verloren. Also es geht schon zu. Ihr merkt, ich bin auch noch ein bisschen angeschlagen von dieser Nacht. Die waren wirklich atemberaubend. Die ganzen Zuschauer zum Beispiel auch auf der Nordschleife. War schon schön anzuschauen. Hier sehen wir alle hier in der Box. Eine Mercedes, fünfte derzeit. Hinten steht noch ein anderer Mercedes. Und hier haben wir den 912er Porsche. Der liegt, glaube ich, jetzt auf Position Nummer 2. Da hinten kommt er schon. Ja, der ist auf der Nummer 2, aber schon über eine Minute Rückstand. Und das ist der Gigaspeed Team Get Speed Performance Porsche. Durch Vodafone Gigaspeed wird das Ganze ja möglich gemacht, dieser Livestream. Und das ist das Auto von Vodafone, in dem schlechte Qualität herrscht, wie ich sehe. Ja, aber das ist er auf jeden Fall. Aber der ist halt nicht ganz so weit vorne. Auf der vierten Position ist der Audi, der letztes Jahr gewonnen hat. Ob der es noch schaffen kann zu gewinnen, wir müssen schauen. Auf jeden Fall geht das jetzt wieder in den Tag hinein. Und wir hoffen alle, dass es aufhört zu rennen. Aber man sieht wirklich ganz, ganz schlecht. Also man kommt auch kaum an diesen eigentlich schlechteren Autos vorbei, weil es wirklich ganz schlecht zu fahren ist hier. Nordschleife Regen, das geht meistens nicht gut aus. Und ich bedanke mich also fürs Zuschauen. Ciao.